herzlich willkommen zum zweiten FAQ, endlich nach längerer Zeit, ja, ein ganzes Jahr lang hat es gedauert. Heute zum zweiten FAQ mit euren Fragen. Ich habe wieder 10 Fragen rausgepickt und wir legen wieder los. Ihr könnt natürlich auch unter diesem Video wieder eure Fragen stellen fürs nächste Mal. Das FAQ wird einmal die Woche kommen und ja, ab damit in die Comments und legen wir mal los. Marius Singer fragt, warum hast du immer eine Mütze an? Hab ich doch gar nicht. Was für eine Mütze? Nee, die Sache ist die, ich habe immer deswegen gerne Mütze auf, weil ich halt immer sonst zu sehr darauf achten muss, wie meine Haare gerade da rumfliegen und rumflattern. Deswegen habe ich gerne immer einfach hier, zack, eine Mütze drüber. Die Haare sind hier safe und können nicht rumfliegen. Das heißt, wenn ich halt irgendwie bei den Videos rumfuchtel und am Headbangen bin, dann fliegen die nie so durch die Gegend, Alter. Verstehst? Pro PZ Gaming fragt, wie bist du zu deinem YouTube-Namen Hellgaming gekommen, Bro? Also, der Name Hellgaming80 kam deswegen, weil das damals ein Gemeinschaftsprojekt eigentlich war. Also ich, ein Kumpel aus der Schweiz, der Benny und mein Bruder wollten eigentlich diesen Kanal führen und noch einer, ich glaube der Bruder vom Bruder, also von meinem Stiefbruder der Bruder. Der Stiefbruder ist ja nicht mein richtiger Bruder, aber ich sage mein Bruder, weil wir uns schon über 14 Jahre lang kennen. Also der beste Freund, da kann man sagen. Wir wollten einen Gemeinschaftskanal machen, ja, alle so ein bisschen YouTube machen und wir wollten alle nur Horrorspiele machen. Daher war ich, weil ich der kreativste Mensch war von denen, weil die alle nie so hell waren, habe ich mir gedacht, okay, Hellgaming und 80 deswegen, weil wir alle im Jahre 80 geboren worden sind. Gut, ich bin wahrscheinlich auch nie so kreativ, aber auf jeden Fall kreativer als die. Ja, so kam Hellgaming zustande. Nexus LP fragt, was motiviert dich, YouTube zu machen? PS, kannst du mich erwähnen? Ja, Nexus LP, was motiviert mich, YouTube zu machen? Das ist natürlich das ganze, ganze viele Geld. Ihr seid mir ein Scheißdreck wert, interessiert mich überhaupt nicht. Mich interessiert nur das Geld, das man mit YouTube machen kann. Ja? Seit Gronkh so groß geworden ist und seine Millionen damit verdient und auch die ganzen anderen YouTuber, die eigentlich absolut gar nichts können, aber so viel Geld verdienen, das kann einfach jeder. Und deswegen habe ich mir gedacht, das muss ich auch können. Und mittlerweile bin ich ja schon fast Multimillionär mit meinen 9000 Abonnenten. Und das motiviert mich, YouTube zu machen. Ja? Das fette, fette Geld und natürlich auch die Koks und die Nutten, die man auch so bekommt. Ne? Nein, mal Spaß beiseite. Mich motiviert, YouTube zu machen. Ihr motiviert mich, YouTube zu machen. Ja? Eure Kommentare, eure Likes, dass ihr meine Videos guckt, dass ihr geklickt werden, dass sich Leute an den Scheiß interessieren, den ich auf YouTube bringe, dass ich mich zeigen kann, wie ich bin, dass ich einfach, das motiviert mich einfach, ja? Dass ich mich nicht auf YouTube verstellen muss, irgendwie vorzugeben, eine andere Person zu sein, nur um geschaut zu werden und so weiter. Ich kann mich einfach geben, wie ich bin und ihr feiert das und ihr schaut das und ihr seid meine Motivation. Ja? Es ist auch meine Motivation, immer besser zu werden, immer dazu zu lernen, immer neue Videos zu machen, immer neue Sachen zu probieren und einfach die Unterstützung, die ich von euch bekomme, die von der ganzen Community, die ganzen Likes, die ganzen Aufrufe, ja, das motiviert mich, die ganzen Kommentare. Ich freue mich bis heute noch, jeden einzelnen Kommentar zu lesen. Ja? Und das motiviert mich, ja, das ist meine Community. Sonst würde ich, ohne euch würde ich keine Videos machen. Timo Gerlach fragt, wie alt warst du früher? Das ist eine ziemlich gute Frage, ja. Wie alt war ich früher? Das kann ich dir nicht genau sagen. Das geht schon zurück bis zum Mittelalter. Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, ich war früher, ich glaube, vielleicht 10? Kann das 10 gewesen sein? Du meinst, wie alt ich früher war, als ich das erste Mal Koks genommen hatte? Ne, da muss das, glaube ich, 10 gewesen sein. Oder war das 12? Also mein erstes Mal mit einer afrikanischen Nutte, da war ich 13. Ich glaube, das Koks kam davor. Ich weiß es nicht genau, wie alt ich früher war. Keine Ahnung. Der Benzi fragt, was hat dich dazu bewegt, deine Wand lila zu streichen? Und glaubst du, ist es möglich, dass ein Hellgaming mal im Himmel später landet? Tja, dass ich meine Wand lila gestreicht habe, ich weiß es auch nicht, warum ganz genau. Ne, doch, ich weiß es schon, aber ist das nicht männlich? Eine lila Wand zu haben? Also ich finde schon. Ich finde, eine lila Wand ist geil. Ne? Nee, es ist deswegen, weil, ich blende euch das ein, meine Lieblingsband ist Him. Ne? Him ist meine Lieblingsband. Ich habe hier auch das Tattoo von Him und hier auch ein Heartagramm statt Pentagramm, was viele irgendwie vertauschen. Und ich wollte eigentlich ursprünglich auf diese Wand, wo die Wand lila ist, ein schwarzes Pentagramm drauf. Und von der Band, der Sänger hat das auch. Der hat auch eine Wand, die lila ist und auch mit dem Heartagramm. Da wollte ich das auch haben. Ja? Weil das cool ist. Aber die Wand, ja,
ist lila, ohne dass ein Hartogramm drauf ist, aber das kommt noch. Das kommt noch. Ja, ich mache mir da noch eins drauf. Und ja, ob ein Hellgaming in den Himmel kommt, aber natürlich. Ja, warum nicht? Warum soll ich nicht in den Himmel kommen? Ja, der Jesus hat Höllenspaß mit meinen Videos, habe ich gehört. Ja? Ich komme ganz bestimmt in den Himmel. Nicht. Impossible Away fragt, welche Ziele hast du auf YouTube? Ja, welche Ziele habe ich auf YouTube? Das fragen immer auch sehr, sehr viele. Ich habe eigentlich meine Ziele so gesehen erreicht, aber ich setze mir wieder neue. Also mein Hauptziel war es auf YouTube, eine aktive Community zu haben, ja, die ich mittlerweile ja habe mit meinen 9000 Abonnenten mittlerweile, muss ich wieder erwähnen, aber ich bin einfach stolz auf diese Zahl. Ich wollte immer eine aktive Community haben. Leute, die meine Videos gucken, Leute, die meine Videos liken, Leute, die meine Videos kommentieren und so weiter. Und mittlerweile habe ich eine Handvoll. Mittlerweile sehen sich wirklich viele Leute. Ich kriege um die 1000 Klicks auf die Videos und bis zu 2000 sogar. Und das freut mich einfach riesig. Das waren so meine Ziele, die ich hatte. Immer eine aktive Community zu haben. Ich hatte nie eine Abozahl im Kopf. Ich hatte nie im Kopf, wie viel ich damit verdienen möchte. Ich hatte nie im Kopf, wie viel ich damit von den Abos kommen möchte, sondern nur eine aktive Community. Und jetzt habe ich mir neue Ziele gesetzt. Jetzt möchte ich natürlich größer werden als Gronkh. Nee, Quatsch. Ich möchte mich wieder ein bisschen verbessern. Ich möchte jetzt ein bisschen mein Home-Studio ein bisschen ausbauen, ein neues Mikro für diese Kamera zum Beispiel kaufen, damit ich mich besser anhöre in diesen Vlogs und mich immer so ein bisschen Stück für Stück steigern, ein bisschen experimentieren. Das sind auch so meine Ziele, dass ich mich ständig irgendwie als YouTuber auch erweitere. Es ist zwar immer auch schön und nett, wenn Leute immer schreiben, bleib so wie du bist. Das ist ein super nett gemeintes Kompliment, aber das ist für mich ein bisschen schwer. Ich kann schon von der Person aus herbleiben, ich bin auch von Humor aus, aber ich möchte immer noch ein bisschen erweitern. Ich möchte mich immer irgendwo nach vorne bewegen, anstatt irgendwie stehen zu bleiben oder nach hinten zu gehen. Ja, ich möchte mich immer ein bisschen weiterentwickeln und weitermachen und das ist auch mit YouTube so. Ich möchte immer was Neues. Das ist halt immer mein Ziel, mit YouTube nie stehen zu bleiben, sondern mich immer zu erweitern, immer mehr machen, immer Neues ausprobieren und neue Wege gehen, neue Sachen probieren. Aber dennoch versuche ich immer der gleiche verrückte Vollidiot zu bleiben, der ich bin und das wird mir auch gelingen. Der Battlefield Source fragt, antwortest du noch auf meine Kommentare, wenn du Abo-Millionär geworden bist? Nö, ganz bestimmt nicht. Wenn ich 1 Million Abos habe, dann könnt ihr mich alle am Arsch lecken. Yasha Banda fragt, was sind deine Lieblingsbands? Ich habe einige Lieblingsbands, die haben sich auch über die ganze Zeit ein bisschen verändert, muss man sagen. Also eine meiner ganz, ganz großen Lieblingsbands sind HIM. Dicht gefolgt von D-Lane, Serenity, Evanescence, Elysion, dann die Ärzte noch, unter anderem Rammstein höre ich auch noch sehr gerne. Außer also meine richtigen Lieblingsbands sind Serenity, D-Lane und HIM. Das sind die drei Bands, die ich immer wieder höre. Und auch Richie Kotzen. Da hat zwar keine Band, aber er ist ziemlich geil. Verlinke ich euch eventuell in der Videobeschreibung, denn dann könnt ihr das hören. Was habe ich denn sonst noch für Lieblingsbands? Linkin Park war auch eine meiner großen Lieblingsbands damals. Green Day. Also ich höre alles irgendwie durch. Ja, aber meine absoluten Lieblingsbands, HIM, D-Lane, Serenity, die drei. G-Scope HD, die Dual-Bande, fragt, was hörst du so für Musik und wie bist du mit Giorgio in Kontakt gekommen? Das war schon vor einer ganzen Weile, wo wir in Kontakt gekommen sind. Das war beim Padawan-Projekt vom Commander Krieger, vom CK. Da waren wir beide drin und waren auch beide irgendwie in dieser, wie soll man sagen, in dieser Konferenz halt irgendwo drin, haben halt so ein bisschen miteinander gelabert. Dann hat er mich auch zu Skype hinzugefügt. Und wir haben dann ziemlich lange eigentlich nie so viel miteinander zu tun gehabt. Und wir hatten uns halt nur so ein Skype und er kam dann später auf mich zu und hey, und komm, wir machen mal was. Und so entstand halt eben die Freundschaft. Ich bin immer noch fertig vom Headbangen. Batu Place fragt, wieso hast du lange Haare? Was für lange Haare? Ich sehe keine langen Haare. Seht ihr irgendwo lange Haare? Was labert der? Ist der kaputt im Kopf oder was? Ich habe keine langen Haare. Das ist ein Special Effekt, weißt du? Nee, ich habe meine langen Haare, weil ich es einfach geil finde. Ja, ich finde lange Haare einfach geil. Jeder mag was anderes. Ich liebe meine langen Haare. Ich habe es bis 18 Jahren
nee, länger sogar, bis 18 oder 20 hatte ich meine Haare kurz und habe mir gedacht, weißt du was, jetzt lässt sie ein bisschen wachsen. Dann hat auch das Ganze bei mir angefangen mit der Rockmusik und mit der Metalmusik und so weiter. Und die haben halt auch lange Haare. Und da habe ich mir gedacht, weißt du was, dann lässt sie auch mal wachsen und schaust mal, wie dir das denn so steht. Und ich liebe meine langen Haare. Ich würde meine langen Haare wirklich nie irgendwie schneiden. Ja, ich liebe sie einfach. Ich liebe, dass sie hier so rumflattern und so lang und schön sind, ja. In den Videos kommt das vielleicht nicht so ganz gut rüber, aber viele Frauen stehen auf meine langen Haare. Natürlich nur Rockerfrauen, ja. Die stehen auf diese Haare, die kommen auch, wo sie länger waren. Ich habe meine Haare richtig, richtig lang. Da sind sie dahergekommen und haben mir die Haare rumgefuchtelt. Oh, die sind so schön und du hast so viel und so dick und so schön und toll. Ja, und ich liebe sie auch. Ich liebe meine Haare, ja. Viele Frauen auch immer, ja, stört dich das nicht oder so? Wenn sie mich stören sollten, binde ich sie halt zusammen. Aber ich liebe einfach meine langen Haare und ich werde sie auch, glaube ich, mit 35 oder 40 werden die immer noch lang sein. Ja. Ich liebe sie einfach. Es passt einfach zu mir, das passt zu meinem Gesicht, das passt zu meinem Lifestyle, das passt zu meinem Bärtchen, das passt einfach zu allem. Ja. Und es passt einfach zur Musik. Es passt einfach. Es bin einfach ich. Ich bin lange Haare. Ja. Ist so. So Leute, das war's wieder mit den FAQ. Ihr könnt auch wieder unter diesem Video eure Fragen ein wenig stellen. Ihr könnt auch gerne ein bisschen ernst gemeinte Fragen stellen oder auch abgespacede Fragen, also ein bisschen abgedreht, weißt du, wo ich ein bisschen Blödsinn machen kann. Das ganze Vlogging-Zeugs hier ist für mich noch ein bisschen neu. Also falls ich mich noch irgendwie ein bisschen blöd anstellen sollte mit dem Cutten oder mit dem Reden oder mit sonst irgendwas, verzeiht mir das noch ein bisschen. Das werden wir hier 2015 ganz, ganz viel mehr machen. Ja, das wird auch super deutsch. Ich werde es vermehrt machen. Also mindestens einmal die Woche ein Vlog oder zwei Vlogs, um da so ein bisschen reinzukommen, vor der Kamera nur zu stehen und zu labern. Normalerweise sitze ich mir da, spiele irgendwas und laber dann. Ist noch ein bisschen neu für mich, muss ich noch ein bisschen reinkommen, aber das wird schon mit der Zeit. Haut rein, Leute, danke fürs Zusehen und nicht vergessen, den Like-Button zu vergewaltigen, denn sonst vergewaltige ich euch und ihr wisst, wie fett meine Faust ist. Hol ich meine Bedienung, ja? Du willst mehr Hell Gaming? Dann besuch mich bei einem Livestream auf Xbox, Facebook, Twitter oder Google+. Und bewerten nicht vergessen, sonst holt dich der Teufel.